Hi Leute und herzlich willkommen zu Trains in World 4. Wir gehen heute mal in den Creator Club, bilden uns einen eigenen Zugverband. Zugverband anpassen. So. Erstmal müssen wir die Lok da hinzufügen. Natürlich nehmen wir die Baureihe 111 in der Citybahn. Schauen wir erstmal, wie kriegen wir hier noch die Anhänger dran. Erstmal müssen wir schauen. Einstellungen. Vorwärts ersetzen. Jetzt müssen wir noch die Anhänger suchen. Halt. Nicht doppelstark, wir brauchen die anderen. Pendelsteuerwagen. Ne, das ist der nicht. Wo sind die guten N-Wagen? Zu viel schon hier drin. Ganz runter, hier sind nur Loks. Gehen wir mal auf Filtern. Deutschland. Baureihe 403 ICE brauchen wir auch nicht. VTK. Das sind Güterwagen. Brauchen wir auch nicht. Nach Verkehr Dresden ist es auch nicht. Wo sind die? Doppelstockwegen. Brauchen wir auch nicht. Da haben wir so. So. Wie kriege ich jetzt aber noch die Lok da dran? Gehen wir noch mal raus. Noch mal von vorne. Zugverband. Neu hinzufügen.
Satz, Zug. Bestätigen. Zugverband erstellen. Nee, die wollen wir nicht. Kann man die löschen? Nein. Ja, aber wie? Wir fügen die 111 hinzu. In der Citybahn-Markierung. Dann kriege ich dann hier die Anhänger rein. Gibt's doch gar nicht. Speichern. Auch nicht. Auch nicht. Wir suchen einen haben wir das Problem. Mit der 111 geht das noch nicht. So wie das ausschaut. Nee. Leider nicht. Dann machen wir das anders. Dann erstellen wir jetzt keine Lok, sondern fahren ein normales Szenario. Zughalle, Fahrplan. Wo haben wir denn die 111? Wir nehmen Nationalexpress. Es geht auch nur auf der Strecke. Wollen wir auch nicht. Also gut, dann einfach die 111 in Elfenbein. Was haben wir denn hier für Leistungen? Gehen alle über eine Stunde. Gibt's doch gar nicht. Rosenheim, Traunstein, brauchen wir nicht. Dann nehmen wir jetzt einfach. Nee. Von Salzburg aus wollen wir starten. Komisch, gibt's auch nicht. Nimm mal jetzt einfach den Ruhpolding nach Freilassing. 6.42 Uhr.
Es ladet, es lädt. So, es ist hinaus die neue Strecke. Wir sind in der Elfenbein-Lackierung unterwegs mit der 111. Fahren von Freilassing nach Rosenheim, glaube ich, war das jetzt. Es dauert. So. Fahren Sie den Passagierzug von Traunstein nach Freilassing. So, wie war das wieder? Einmal hier. Dann musste man da hinten Spitzenlichter einstellen. Perfekt. Dann Bremsen lösen. Neue Türen auf. Rechts entriegeln. So. Was haben wir noch vergessen? Eigentlich nichts. Dürfte jetzt alles passen. Zugbeleuchtung ein. Schleuderschutz, Bremse lösen. Spitzensignal normal. Instrumentenbeleuchtung an. Führerpultbeleuchtung. Jetzt warten wir noch bis 6:52 Uhr und schauen uns dort die Lok nochmal von draußen an. Tonnen Gesamtgewicht. Hier mit Doppelstockwegen nach Freilassing. Ah, schön gewonnen. Ich echt schön gewonnen. So, Tür zu. Fenster runter. Türen verriegeln. Na, PZB müssen wir noch anstellen. PZB und SIFA. Wo haben wir die hier? Signalleuchte. Ist hier drüben wahrscheinlich. Ne. Wo haben wir denn hier die SIFA? Komisch. Ach, da wahrscheinlich. SIFA. Komisch. Geht die SIFA noch nicht? Wir kommen da gar nicht im Maschinenraum rein, oder? Ne. Seltsam. Okay, dann fahren wir ohne. Schauen wir uns so glatt mal die Ausfahrt hier an.
Wir fahren um 6.50 Uhr nach Freilassing und sind in Teisendorf um 7.02 Uhr pünktlich. Wir dürfen mit 60 ausfahren. Trotzdem, wieso geht die? Geht nix, ne. Ha. Weder die PZB. Jetzt dürfen wir schon auf 70 beschleunigen. Bevor wir jetzt direkt auf 130. Eine relativ lange Strecke. Schön in Ozean beige. Oh. Kilometer bis Teisendorf haben wir, also können wir noch mal richtig beschleunigen jetzt. Der Lüfter ist noch nicht an. Schön ausgestaltet die Strecke eigentlich. Natürlich nicht vergleichbar mit der Niddertalbahn. Aber schon okay. Ich muss mal kurz mal ein bisschen bremsen. Die Bremse reagiert übrigens sehr, sehr spät. Jetzt gehen die Lüfter an. Also pünktlich sind wir wahrscheinlich nicht mehr in Teisendorf, das wird nichts. Ah, mal zu lang gebraucht. Kompressor. Wir sind ein bisschen zu schnell. Aber die Geräuschkulisse ist klasse. Haben sie super gemacht. Schön bei Sonnenaufgang durch Oberbayern. Hört sich auch echt klasse an, wie der Lüfter auch immer anspringt. Ah, ist eins der schönsten Loks überhaupt in TSW. Bisher kam mir noch kein KI-Verkehr entgegen. Wahrscheinlich noch nicht so viel los früher am Morgen.
Oh, wir können schon wieder runter. Denn hier geht's bergab. Müssen sogar leicht schon wieder einbremsen. Warum geht aber die SIFA nicht? Und die PZB auch nicht. Ich weiß nicht, wo man die einstellt. Außer am Zug glaube ich ja nicht, oder? Denke ich nicht. Nach 5,9 Kilometer bis Deisendorf. Eigentlich sollte man in 2,5 Minuten. Ah, jetzt kommt ein Intercity. Der erste KI-Verkehr heute. Eigentlich geht's noch mit 1 Promille abwärts. Aber so ich. Doch, jetzt da fängt er wieder das Rollen an. Ah, schön. Sonne spiegelt ganz schön. Haben wir denn hier auch Sonnenrollo? Ja. Perfekt, alles da. PZB. Stellt man sie überall nicht ein. Komisch. Das Bremsverhalten von der Lok ist wirklich. Entweder bremst sie zu stark oder die bremst gar nicht. Schlimm, schlimm, schlimm. Ist halt noch das alte Eisen. So, der nächste Halt, Deisendorf, Ausstieg rechts. Dann dürfen wir langsam das Bremsen schon anfangen, sonst kommen wir hier nicht rechtzeitig zum Stehen. So bescheiden wie die Lok bremst. So, noch 900 Meter. Das passt. Jetzt müssen wir aber ein bisschen in die Eisen gehen. Da steht schon der Kollege. Na, wir sind nur noch halbwegs pünktlich. Der Gegenzug nach Traunstein.
Na, perfekt. Bis auf 12 Meter. Dann machen wir einmal rechts die Türen auf. Steigen wir aus und schauen uns kurz um. Was haben wir denn hier? Eine Minute Verspätung nach Freilassing um 7.38 Uhr. Kommt die RB nach Salzburg. So, wir springen wieder rein. Sind eh schon spät dran. Türen zu. Bremsen lösen. Da vorne kommt schon wieder ein Zug. Der nächste Halt ist dann schon Freilassing. Kompressor läuft auch. Klasse. Oh, was kommt denn da? Könnten 155. Ja. Eine 155 Fertigung. Mit Containerwagen. 11 Kilometer bis Freilassing. Fahrplan. Ja, gehört auch zu dem. So, wir dürfen 100 Stundenkilometer fahren. Das Backup-Gate schalten wir aber jetzt schon aus. Sonst wären wir wieder zu schnell. Oh, jetzt fängt es an, das Regnen an. Machen wir doch gleich den Scheibenwischer an. Na, das stimmt aber auch nicht, die Ansage, oder? Kommt ein bisschen spät. Also noch ein paar Fehlerchen sind hier vorhanden. Aber anscheinend neues Regenmodell. Sieht so aus. Zumindest ist der Regen schon mal anders dargestellt. Fahr mal jetzt noch bei Regen nach Freilassing rein. So, 110 dürfen wir und ab jetzt gleich 160, heißt voll Stoff, volle Lotte. Das Ganze, was die Lok hergibt. Ab jetzt. Jetzt können wir hier geben. Schön dargestellt, die Regentropfen. Muss man schon lassen, auch wenn hier noch die ein oder andere Fehler sind, aber ja. Lässt sich sehen. Jetzt sind wir schon bei 140. Nach 7 Kilometer. Ja, kein Problem. Jetzt sind wir schon auf 155. Geben links.
denke mal, ich würde sogar hier 180 hier runter schaffen. Aber dürfen wir ja nicht. Also bremst mal kurz mal ein. So. Jetzt shift's auch noch richtig. Dann will der Bremsweg noch länger, also aufpassen. Felix Stalt, Freilassing. Dieser Zug endet hier. Zur Weiterfahrt Richtung Salzburg bitte den Folgezug nehmen. Wiederhole, dieser Zug endet hier. So, nach 2,9 Kilometer. Aber wir müssen vorher schon das Bremsen anfangen. Genau jetzt. Jetzt geht's nämlich auf 90 runter. Müssen wir noch ein bisschen wegen Schlupf aufpassen. Nicht, dass wir hier ins Gleiten kommen. Nasse Schienen. Ja, wir müssen ein bisschen mehr. Oh, da steht nur 111 in Orientrot. Ja, jetzt hackt das Spiel ein bisschen. Aber okay, hier ist ja. Au, au, au. Ein bisschen heftig über die Weichen. Ausstieg. Eine 6,28er. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Dann kommt die S-Bahn Vorarlberg. Mit der geht's dann weiter Richtung Salzburg. So. Dann ist das Szenario auch schon abgeschlossen. Wir öffnen nach rechts die Türen. Warten noch, ob noch eine Anweisung kommt. Und ich denke, wir haben es geschafft. Kurz, aber knackig. Hier im Regen. Den dürfen wir verriegeln. So, Ziel erfüllt, das war's. Seht her, meine Lackierung. Schließen Sie also genau. So. Dann war's das mit der neuen Strecke. Und ich schaue, dass ich bis zum nächsten Let's Play dann einen eigenen Zugverband erstellt habe. Wenn es dann auch irgendwann mit der 111 geht, wäre schön. Ansonsten bis dahin.
Macht's gut.